Willkommen zurück zu Rock of Ages 2. Okay, was habe ich letztes Mal gesagt, was ich machen will? Italien, ne? Genau. Pompeji. Urian. Mountain of skulls and a castle of pain, I sat on a throne of... How many times do I need to tell you I want to face the crowd when I'm talking to them? On a mountain of skulls and a castle of pain, I sat on the... What? What is wrong? I am an actual demon with terrifying powers. Such... bitter words! Many devils have two faces, okay? Jeez. Just scratch me, okay? We already knew you had bad breath. No! Breathing fire is hardcore like a dragon! No, I was blowing my nose. That wasn't there. You guys are jerks. I'm blowing up your volcano. What the fuck, I don't know. Ich habe übrigens mein Charakterbild verändert. Seht ihr gerade, ich habe jetzt einfach mal William Wallace ausgewählt. Das konnte man der Anpassung jetzt machen, dass man da auch andere Charaktere auswählt, die man bereits freigeschaltet hat. Da dachte ich mal, ändern wir mal ein bisschen. Bisschen Abwechslung. Wollen wir den Globus testen? Okay, dann dazu. Ah, das ist natürlich jetzt wieder so ein gestängelter Weg, das sehen wir jetzt schon. Episches Level, wie es scheint. Ich schätze, dass Sprengstoff, Minen sind immer gut und diese komischen Falldinger ganz gut sein könnten. Ja, ja, Sprung wird fallen. Ich weiß nicht, ob wir das lange Schussreichweiten haben. Es sind nicht mehr Kriegselefanten mit und tatsächlich noch die alten Feuerwerkskanonen. Versuchen wir es damit. Gott, jetzt mal klarkommen hier. Alles leuchtet. Erstmal Goldminen aufbauen. Okay, die Minen sind absolut nicht sicher. Wow. Ah, ich hätte die Mauer mitnehmen sollen. Jetzt kann ich die Minen nicht mal schützen. Ja, ich glaube, Minen sind hier ein bisschen weird, ne? Weil... ist leicht zu zerstören. Bin mir nicht sicher, ob es das jetzt wert war. Ich baue mal so ein Ding hier vor die Mine. Vielleicht schützt das die Mine ein bisschen. Lieber Sprengstoff davor bauen sollen. Ha, ich hätte ihn wahrscheinlich eher abgehalten, darauf zu rollen. Na egal. Kann dieses Magma einen beschädigen? Muss man rüberspringen? Bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht so wirklich, wo ich hier bauen soll. Ich glaube, das ist alles nicht so optimus, was ich hier mache. Gespannt, wie das läuft. Gibt es unten irgendwie noch einen besseren Chokepoint? Nicht wirklich, ne. Vielleicht hier am Ende noch mal ein bisschen. Yeah, mein Mond. Ui, hier sind Rampen. Okay, alles klar. Okay, das sind immer Rampen vor den Magmafeldern, die soll ich wahrscheinlich auch benutzen. Oh, au, 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 au. Oh, die tun richtig weh. Okay. Okay, das Magma tut richtig weh. Alter, das hat er alles aufgestellt hier. Ja, das sieht schon mal schlecht für mich aus. Das hat schon mal viel Schaden bedeutet.
Aber er fährt auch durch die Magma durch teilweise, ne? Das ist gut. Gut zu sehen. Nein! Oh, tschüss. Oh, oh. Ich hoffe, ich komme überhaupt an. Das ist eine Hardcore-Stage. Au. Natürlich trifft er mich in seinem Sniper-Mode. Ja, er ist schon angekommen bei mir. Ja, machst halt nicht mehr so viel, ne? Er war auch nicht mehr so viel. Also, er kam zwar schneller an als ich, aber er hatte nicht unbedingt viel mehr Masse als ich. Okay. Hier ausgewärmt zu werden, wäre sehr ärgerlich, glaube ich, kurz vor den Magmafeldern. Mit elefantöser Gesellschaft. Und wenn man rüberspringt, gleich in TNT rein. Sich vorbeistängeln, dreht man dem Elefanten in die Arme. Das ist der Plan. Bisschen Feuerwerkssupport hier. Okay. Er rollt schon wieder los, weil er schneller war. Meine Minen stehen aber Gott sei Dank noch, das ist ganz gut zu sehen. Komm schon, baut schneller. I need to get rolling. Au, springen. Okay, Rampe allein reicht nicht. Ich muss noch ein bisschen springen. Okay, ich dachte, die Rampe allein reicht vielleicht. Das hat sie aber offensichtlich gerade nicht. Oh Gott. Ah, wieder an derselben Stelle so böse getroffen worden. Aua. Aua. Ja, vor allem das Dumme ist, an der Stelle werde ich gebremst und dann können die lustigen Panzer mit den Shotguns mich richtig zerlegen, ne? Das ist halt ein Problem. Schlecht, ganz schlecht. Goldmine, ich sehe sie. Das läuft nicht so gut. Das läuft gar nicht gut. Komm, was der hier alles aufstellt. Ja, komm. Das ist hier der Bootreich, wo die mehr Geld haben als ich. Hundertprozentig. Ich komme aber noch an. Mit minimaler Lebenspunktanzeige komme ich da noch an. Aber ich schaff das so nicht. Ich muss ihn irgendwie töten einmal. Sonst wird er nichts. Und ich weiß nicht wie. Wie ist er denn hier vorbeigekommen? Shortcuttet er irgendwo? Ich sehe das ja nicht. Ich kann nicht darauf achten, während ich rolle, wo der lang rollt, ne? Aber ich muss hier davon ausgehen, dass er irgendwo shortcuttet. Wie kommt denn bitte daran vorbei? Komm. Verzweifelte Maßnahmen, ja. Das Gefühl, dass er irgendwo shortcuttet. Ganz böse. Aber der Wasserfall, also der Magmafall an sich ist doch viel zu gefährlich, um da zu shortcutten, denke ich mir. Kann ich keine mehr aufstellen. Davon auch nicht. Ich kann generell nichts mehr aufstellen, weil ich kein Geld mehr habe. Ich muss jetzt ein bisschen blitzen. Ich muss jetzt ein bisschen bekämpfen. Wie damals auch im ersten Teil manche Gegner, die man ein bisschen bekämpfen muss. Weil sie sonst einfach zu stark sind. Ah, es war zu früh. Ich muss auch rausrollen, ich weiß. Aber ich muss ihn ein bisschen treffen. Jetzt, wenn ich jetzt nicht treffe, ist eh für den Arsch. Ah, wieder nicht geschafft. Ja, 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 genau die Magma rein. Genau wie geplant. Sehr gut. Das sieht gut aus. Wenn wir ihn killen, dann wird das... Ja, das sieht gut aus. Jetzt rollen wir los, oder? Einmal noch blitzen, dann rollen wir los. Getroffen mit dem Blitz? Komm, stirbt. Er muss sterben. Das wäre super für uns. Da wären wir im Vorteil, deswegen. Aber er muss sterben. Okay,
Okay. Ja, ich hab's verstanden. Beim ersten Mal schon. Die Feuerwerksdinger sind eigentlich ziemlich gut. Weil die schießen nicht nur um sich herum, sondern explodieren auch, wenn man gegenfährt. Das heißt, das sind wie schießende TNT-Fässer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also man darf sich auch nicht rammen. Ist er tot gegangen? Ja, ne? Ich hab's dafür geachtet, ich glaube schon. Oh Gott. Nicht genug Anschwung. Ach komm. Dieser Mond ist nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Der ist ein bisschen zu nah dran noch. Der trifft meistens nicht viel. Komm, ich muss durchkommen. Das ist alles für den Poppes. Oh, das war knapp. Nicht gut. Kaum noch Geschwindigkeit. Das reicht nicht. Shit. Wir müssen die wieder aufhalten. TNT-Fässer. Da ist er schon, okay. Und Blitz hier bereit machen. Du kommst nicht vorbei. Nein! Ey, guck mal, er rollt da runter! Wie mies! Okay, das ist schlecht, das war's, glaube ich. Er rollt da an der Stelle runter am Wasserfall. Ganz vorsichtig, da kommt er da ran. Das war's. Das war's leider. Er hat gewonnen. Good job. Aber ich habe da einen Shortcut gesehen, mein Freund. Außerdem habe ich gelernt. Ich müsste jetzt mit sehr viel HP ankommen, eine Chance zu haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, leider. Er umgeht das hier komplett, weil er hier an der Stelle, an der Stelle hier runterrollt irgendwie. Das ist aber nicht so einfach. Vielleicht wenn er von hier aus springt, aber das ist echt nicht schwierig. Das ist echt nicht leicht, meine ich. Nicht schwierig, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, ehrlich gesagt. Ich wünsche dir wieder einen Schocker das nächste Mal nicht mehr. Wenn er den wieder nimmt, der wird den wieder nehmen. Wir haben auch keine Goldminen mehr, der hat auch zerstört, siehst du? Die hat er auch. Nee, wird er nicht zerstört. Ich habe er hat die, glaube ich, genug beschädigt, dass sie kein Gold mehr produzieren konnten, oder? Weil ich habe nicht kein Gold mehr bekommen, deswegen. So, jetzt keine dummen Fehler machen. Wenn ich mit voller HP, möglichst voller HP, da ankomme, mit genug Masse, dann ist das noch machbar. Dann ist das noch machbar. Oh Gott, ich bremse noch. Ich habe direkt dagegen gelenkt. Mann, ich habe konstant gegen gelenkt. Ja, da komme ich nicht rüber. Den Shortcut riskiere ich lieber nicht, der geht nur schief. Ach komm, diese Stiere. Hat er die Goldminen alle wieder aufgebaut? Alter, der Stier haut mich in den Panzer wieder rein. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ja, das sieht nicht gut aus. Ich komme wieder mit zu wenig Masse da an. Nein! Oh, das reicht nicht. Und er wird bei mir killen. Ich müsste ihn ja schon erledigen, damit er nicht durchkommt. Das schaffe ich nicht mehr. Never. Wo ist er schon? Hat den Schocker nicht bekommen? Er hat den Schocker nicht bekommen. Komm, schnell TNT aufbauen. Elefanten meinetwegen auch noch, komm. Alles, was irgendwie geht. Und Wolken. Er muss sterben. Komm schon, wir killen ihn jetzt noch. Ja, wir killen ihn jetzt, komm. Nein, nein! Nein, halt noch jemand auf! Scheiße. Och nee, komm. Oh Mann, war das knapp. Was für eine miese Stage. Ärgerlich. Ah, das ist ärgerlich. Das war so knapp. Das war echt knapp. Wäre ich da ein bisschen schneller gewesen, wäre die Elefanten schneller da gewesen. Okay. Aber ich hab wieder viele Sachen gelernt. Vor allem, wie gut diese Feuerwerksdinger tatsächlich sind, weil sie auch ein bisschen wie Fässer funktionieren, neben der Tatsache, dass sie schießen können. Sie verbrauchen halt nur ein bisschen zu viel Platz. Das sind sie nicht nur besser. So, den Globus nehme ich nochmal mit, weil der hat... Das Mönchen fand ich nicht so geil.
Und ich fand es ein bisschen problematisch, dass er so wenig Masse hat. Obwohl man die ganz schnell bauen kann. Ich habe diese komische Zeit, die wir sehen, ne? Also wenn ihr bei Ballon-Felsblock mal guckt, also bei dem Namen, da ist diese kleine Zeituhr daneben. Ich glaube, die zeigt einem, wie lange das Ding braucht, bis es fertig gebaut ist. Ich schätze mal, so kürzer, desto besser, logischerweise. Ich nehme mal den fröhlichen Felsblock, für mehr Glück. Vielleicht bringt er mir einfach Glück. Ich glaube, für Kriegselefanten ist die Stage zu schnell. Sprengstoff ist okay, TNT ist okay. Es gibt ein paar Stellen, wo die Ballisten ziemlich krass sind. Und ich sollte eine Mine mitnehmen. Und Mauern sind auch gut, um ein bisschen abzubremsen. Okay. Erstmal die Mine noch bauen. Wenn er hier meine Sachen rammen will, dann macht's aber auch Bumm. Das sind generell schon mal gute Sprengstoff-Chokepoints, würde ich fast behaupten. Hinter den Chokepoints kriegt so ein Feuerwerksding, weil er da ein bisschen verlangsamt ist. Okay, das war's. Von da los. Kriegt er die Balliste fertig in der Zeit? Ne, das Gold wird nicht schnell genug gesammelt, glaube ich. Doch, eine Balliste noch geschafft, sehr schön. Gut. Okay. Und bloß nicht in die Magma rein. Die ist nämlich ganz böse. Wenn der Freund mich fertig ist, kann ich vielleicht auch einen Blitz mitschicken. Wenn. Ja, ein bisschen. Moment. Ja, es war zu schnell. Ja. So, Grinsefels, mit Glück bitte. Die beiden Ballisten waren schlecht aufgestellt von ihm. Das war nicht optimal. Oh, voilà. Die Mauer ist auch sehr schlecht aufgestellt, weil ich da einfach rüberfliege. Wenn ich normal fahre. Oh Gott, drei Panzer, die kill ich jetzt, weil es nicht wert, weil es wert ist. Das war es wert, ein paar davon zu killen. Die Goldmine muss weg. Ganz wichtig. Er hat eh schon genug Gold. Der braucht nicht noch mehr davon. Die Bullen, ne? Die sind. Ja, Bullen. Die sind echt übel. Also, die sind viel stärker als Kühe natürlich. Er blitzt mich schon. Ist er gestorben? Er ist bei uns gestorben. Er ist nicht durchgekommen. Nice. Und ich habe noch ziemlich viel AP und Masse. Ja, volle Stärke, maximale Geschwindigkeit. Und er ist nicht mal. Ja, doch, er ist durchgekommen. Ich sehe es gerade. Ich hab falsch geguckt. Er ist sogar ziemlich gut durchgekommen. Obwohl er das ganze TNT hier ausgelöst hat und die Goldmine zerstört hat. Das finde ich ja ein bisschen fragwürdig, aber okay. Oh, die Goldmine wieder auf. Ist die andere auch kaputt gegangen? Nee, da ist er vom. Hier hat er wieder geshortcuttet, ich sag's dir. Der cuttet unheimlich gerne an der Stelle hier. Da muss ich was gegen tun. Rücken schießen, das ist der Plan hierbei. Wenn er sich zu lange hier aufhält, dann wird er noch von den Ballisten in den Rücken geschossen. Im optimalen Fall sogar noch in das Magma rein. Okay, kein Geld mehr. Dammit. Ist echt bisher, glaube ich, das Schwierigste. Noch schwieriger als Copernicus. Wo rollt er? Ich kann ihn auch einmal blitzen vielleicht. Da ist er. Ja, Treffer. Treffer. Ha. Sehr gut. Immerhin haben wir getroffen. Oh.
Goldmine ist wieder zerstört. Nicht zu weit rollen, sonst fahren wir raus. Die Bullen sind ganz gefährlich hier. Goldmine zerstören. Er ist schon wieder so gut durchgekommen. Ich weiß, was ich machen soll. Ach, ich weiß erst nicht, was ich machen soll, wenn der immer so gut durchkommt. Ist ja besser als gerade eben. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss ihn irgendwie mal richtig heftig einmal killen will, ja, aber. Das ist so einfach, ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt überall Shortcut hat. Ich muss hier vor den ersten Shortcut-Optionen, wo die Wände noch hoch sind, da muss ich möglichst viel Schaden machen. Einen anderen Plan habe ich nicht. Bau doch einfach da, wo es geht. Ich versuche jetzt ein bisschen hier festzuhalten, an dieser Stelle hier, ne? Man sieht es vielleicht. Meine Minen sind auch jetzt eine Mine zerstörbar, aber ich kriege nämlich nur einmal Geld gerade. Also immer nur einmal 10, das ist ziemlich wenig. Ah, das würde ich niemals aufhalten. Das letzte Mal lief es besser im Kampf gegen ihn. Da war ich im Rollen schlechter. Wo kann ich zum ersten Mal blitzen? Ja, ganz knapp. Ich kämpfe jetzt ein bisschen mehr gegen ihn, weil das relevanter ist. Ah, schon wieder daneben. Ich muss ihn jetzt eh besiegen. Wenn er durchkommt, habe ich verloren. War schneller als ich. Das war schlecht, die Wolke war schlecht. Ballisten, feuert! Feuert! Haben meine Ballistik geschossen? Jetzt schießen sie erst! Komm, Alter! Die haben so lange anvisiert, dann schießen sie erst. Ich hab wieder Shortcut genommen, ne? Was? Es war doch im Bereich! Das war im Bereich! Shit. Das wohl reicht. Habe ich ihn genug geschwächt? Ja, aber ich müsste jetzt mit fast. Ich müsste wahrscheinlich mit voller AP jetzt durchkommen. Das schaffe ich eh nicht. Ja, freue ich wieder hier 20 Panzer aufstellen. Ja, geil. Ach komm, das Glück, was er auch hat, dass mich so ein Feuerwerkskörper genau in der Luft trifft, während ich über dem Magmasee bin, weißt du? So ein Glück habe ich nie. Meine Ballisten, die stundenlang Zeit haben, auf ihn zu zielen, treffen ihn gar nicht. Ach komm, das war's. Wieder zu viel Schaden genommen. Kannst du vergessen. Ich werde auch keine Goldminen mehr bauen, weil das lohnt sich nicht. Die werden eh nur zerstört. Habe ich nichts von. Also meine Ballisten haben sich gerade echt blamiert, ganz ehrlich. Die haben so lange auf ihn gezielt, sie hatten genug Zeit, auf ihn zu schießen. Und schießen erst, als er runterspringt. Also das war echt nicht mehr witzig. Das war's. Ich müsste ihn jetzt oft töten, das schaffe ich nicht, weil ich habe gar keine Ausrüstung dafür. Ich versuch's natürlich trotzdem. Und TNT wird mir da, wenn am meisten helfen. Also die Sprengkisten direkt. Haben die höchste Chance hier, glaube ich, noch was zu reißen. Habe ich maximales TNT? Habe ich eigentlich noch nicht. Habe ich kein Geld mehr, also. Wie schnell er schon wieder durch ist hier. Ja, löst mir TNT hier aus. Sehr gut. Ja, komm. Blitzen im Magma rein. In die Magma reingeblitzt. Das war sehr gut. Komm. Das ist machbar. Wenn er stirbt. Aber nur wenn er stirbt. Eine meiner Minen lebt ja immerhin noch. Geblitzt. Sie haben geschossen. Er schießt nochmal. Er schießt doch nochmal. Ihr Gurken. Die schießen einfach nicht nochmal. Das ist scheißegal.
Mein Gott, die macht oben war kein Geld mehr, so langsam zumindest, dass es sich echt nicht mehr lohnte. Treffer. Ist TNT jetzt, mehr als die Hoffnung. Ja, ja, ja. Ja, er ist tot, oder? Ja, wir haben es geschafft. Das war das knappste Match in meiner Rock of Age Karriere, oder? Wow, wenn wir es durchkommen, haben wir gewonnen. Ich muss nur lebend durchkommen. Wie geil ist das denn? Auf den letzten Meter. Das muss ärgerlich sein für ihn. Nein! Nein, 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 nein! Alter, dieser Lacker mit seinem Feuerwerk da. Kann nicht sein. Ja, ja, er hat gut gebaut. Alter, wie die mich immer treffen. Wie viel Schaden ich schon wieder mal. Wollt auch schon wieder, ne? Das kann nicht sein. Die Stierung nehmen wir mal eben ganz geschickt. Komm schon. Nein, 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 nein. Ich muss nur durchkommen, schneller als er. Das ist alles, was ich muss. Das ist immer noch knapp, ist noch nicht vorbei. Ich habe noch nicht gewonnen. Oh ja, klar, eine Mauer direkt vor dem Sprung. Egal, einfach durchgesprungen und... Das war's, Alter. Du warst der mit Abstand schwerste Gegner bisher in Rock of Ages, glaube ich, auch im ersten Teil. Stier. Alter Schwede. Wow. Wow, das war das spannendste Match. Ich bin fertig. Das hat viel Zeit gekostet. Harias. Wir versuchen trotzdem heute noch, den Hürdenlauf zu schaffen. Da könnte ich mit den Engelsding antreten und da habe ich auch eine bessere Chance, ein paar Shortcuts zu nehmen, glaube ich. Mal gucken. Wuhu! Cutten? Er hat eine Magma-Kugel. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ist gut. Interessanter Shortcut. Ich würde sagen. Wow! Ja, denkt er sich auch, du. Okay, komm. Shortcut, den ich geplant habe. Ultimate. Ach komm. Diese Stiere, ne? Die sind so heftig. Komm, er ist irgendwo hinter mir. Ich höre ihn schon rollen. Ja. Punkt 1. Ist gut. Alter Schwede, da. Das war ärgerlich, aber okay. Das war gut, das war sehr geschickt. Ey, wieder Karten da vorne, oder? Am Wasserfall, an dem Magmafall. Ne, wieder nicht, okay. Gut. Bremsen, bremsen. Ich habe gebremst, aber. Nein, jetzt habe ich. Ich hätte nicht fliegen. Oder was? Ah, ne, ich dachte, ich könnte da noch Karten. Das wäre jetzt der Witz gewesen, aber das Spiel ist nicht so. Nicht so dusselig. Könnte verloren sein, ne? Ja. Ich muss jetzt Karten, sonst habe ich keine Chance mehr. Nein! Oh, die Magma verlangsamt einen auch richtig stark. Das wusste ich nicht. Ah, oh, shit. Ja, jetzt hab ich verloren. Dammit. Die Magma verlangsamt einen richtig heftig. Ach komm! Ja, geht's noch? Ich bremse. Ich halte die ganze Zeit dagegen. Er schon durch. Ich sehe ihn hinten durchrollen. Ne? Vergiss es. Gut. Ah, oh, diese Stage. 1:1. Roll du mal vor. Ja, roll du mal vor. Ist okay.
Ich will mal wissen, ob die auch so heftig sind. Es ist freie Bahn hier, oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt ist freie Bahn hier. Willst du mich verarschen? Ach ja, klar. Geil, ich bin tot. Aber er ist auch in die Wand gefallen, glaube ich. Unfassbar, ja. Bei Höhenlauf ist es anders. Da bleiben die Sachen nicht unbedingt kaputt, glaube ich. Ne? Die werden ja neu aufgebaut, so ein bisschen. Komm, wenn ich jetzt cool bleibe, schaffe ich das immer noch. Ich muss nur cool bleiben. Okay, okay. Nein! Ach komm! Die Balliste hat mich wieder exakt dann getroffen, als ich auf dem Boden war, ne? Wie schnell... Guck mal, normalerweise müssen die doch lange auf einen zielen. Jetzt bin ich hier gespawnt. Dann habe ich es geschafft. Komm. Ich roll jetzt nur noch durch. Geschafft. Okay. 2 zu 1. Oh. Stress. Purer Stress. Okay. Einen noch. Wir sind in Führung. Wir müssen noch einmal gewinnen. Und haben dazu noch 2 Chancen. Woll du mal ruhig. Nee, ich. Warte mal. Wenn der Weg wieder frei ist, roll ich vor. Geh weg. Der Weg ist hier mal frei, dann geh ich wieder vor. Ja, natürlich. Ja! 4 Feuerwerkskörper treffen mich. 4. Gar nicht sein. Ich bin auch in Führung, alles cool. Autsch! Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir haben es fast geschafft. Hier ist mal einen langen Weg. Jo. Hier ist Silvester, habe ich gehört. Okay. Ach, diese scheiß Bullen. Fliegt mir aus dem Weg. Ich will diese Stage für immer abschließen. Ja! Mein Gott. Geschafft. Wow, ich bin echt gespannt, ob die Stages hier haben werden, die noch schwerer sein werden als diese. Weil die war schon echt heftig. Die war richtig heftig. Huiuiui, jetzt haben wir den Panzer freigeschaltet. Oh Gott. Puh, durchatmen. Die Folge ist lang genug. Ich danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir mal den nächsten Boss. Also bis dann. Bye, bye.